Unity und die Community besiegen den CEO. Vor ein paar Tagen habe ich ja schon ein Video darüber gemacht, dass Unity von ihrem absurden Lizenzmodell abgerückt ist. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann findet ihr das jetzt rechts oben in der Infokarte. Da habe ich alle Informationen darüber einmal zusammengefasst. Jetzt ist aber etwas, wie ich finde, doch Überraschendes passiert, denn John Riccitiello, ihr erinnert euch, der CEO von Unity, der vorher CEO von Electronic Arts war, hat diesen absurden Lizenzmodellvorschlag ja überhaupt erst ins Rennen gebracht. Und dieser John Riccitiello, der ist jetzt mit sofortiger Wirkung zurückgetreten als CEO von Unity. Das heißt also, der ist ab sofort raus, der berät noch ein bisschen, um ja, so einen sauberen Übergang zu gewährleisten. Aber ansonsten ist der jetzt weg vom Fenster. Der war seit 2014 bei Unity, der hat jetzt natürlich in so einem ja, Abschiedsbrief großes Lob für seine tolle Arbeit erhalten und ja, stimmt schon. In der Zeit, wo der bei Unity war, da sind schon einige Sachen passiert, die jetzt nicht unbedingt schlecht sind. Zum Beispiel wurde in seiner Zeit bei Unity die Monetarisierung für Spiele eingeführt, also dass zum Beispiel Spieleentwickler In-App-Käufe oder zum Beispiel Werbung in ihren Spielen schalten können. Und das ist auf jeden Fall schon eine positive Sache, gerade für den Mobile-Spielbereich. Oder auch das aktuelle Abo-Modell, was ja wirklich in Ordnung ist, ist auch unter seiner Fuchtel da bei Unity eingeführt worden. Vorher war das so, dass man wirklich für einen hohen Preis einfach eine Lifetime-Lizenz erwerben konnte, was dann gerade für kleine Indie-Entwickler nicht ganz so optimal war. Und genau betrachtet überrascht mich das irgendwie wenig, wenn ich jetzt so eine große Lizenzmodellveränderung einführen möchte und quasi die gesamte Spieleindustrie weltweit regt sich da tierisch drüber auf und sagt, das ist der Untergang von Unity und verhasst das voll. Nun, da finde ich jetzt auch irgendwie die Entscheidung, dass er jetzt geht, schon irgendwo auch nachvollziehbar. Und eine Personalfirma sucht jetzt einen langfristigen CEO, wobei ich mich frage, was langfristig jetzt eigentlich bedeuten soll, denn John Riccitiello war jetzt ja immerhin schon 9 Jahre bei Unity. Das finde ich eigentlich schon eine recht lange Zeit. Aber vielleicht suchen die halt jemanden, der wirklich bis zu seiner Rente da jetzt 30 Jahre lang die Zügel in die Hand nimmt. Ich weiß nicht, was genau die damit gemeint haben, langfristig. Aber es macht auf jeden Fall schon Sinn, da jetzt jemanden Vernünftiges zu suchen und jetzt nicht überstürzt, da irgendjemanden auf den Chefsessel zu setzen. Und bis da jetzt jemand gefunden ist, übernimmt so lange ein gewisser James Whitehurst. Der war mal irgendwie Seniorberater bei IBM und war auch mal Präsident von IBM. Also ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Mann in der Technikbranche. Und ja, insgesamt hoffe ich natürlich, wie wahrscheinlich alle anderen auch, dass das alles nur Positives für die Zukunft von Unity bedeutet. Und ich muss sagen, ich bin persönlich ziemlich froh, wie dieses ganze Thema ausgegangen ist. Ich habe mir da wirklich einige Gedanken gemacht. Das war schon ziemlich krass, das Thema. Und hätten die das durchgezogen, wäre das wirklich ein absoluter Scam gewesen. Und apropos Scam, ich habe mal in EVE Online 6.000 Euro von anderen Spielern gescammt. Und die GameStar hat einen Artikel darüber geschrieben. Und das habe ich auch schon mal in einem Video verarbeitet und die ganze Geschichte mal erzählt. Wenn euch das interessiert, dann findet ihr das Video dazu jetzt oben rechts in der Infokarte. Das war jetzt hier nur eine kleine Ergänzung zu dem Video, was ich vor ein paar Tagen über Unity gemacht habe, um das so ein bisschen ja, abzuschließen. Ich hoffe, ihr seht das Ganze auch positiv. Bedanke mich natürlich wie immer bei allen Kanalmitgliedern. Ich bin an der Stelle raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Fister, haut rein. Ciao.